Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Just Cause 3. Wir haben in der letzten Folge, Moment, diese Region hier befreit. Ich versuche gar nicht erst den Namen auszusprechen. Und dann waren wir hier unten, wo der Wegpunkt noch ist. Und ich dachte mir, wir fliegen einfach mal rüber zu diesem Stachelrochengebiet, weil das war ja am Anfang, wo wir, ich weiß gar nicht, entweder waren wir auf dieser Inselgruppe hier oder hier, wo das ein Thema war. Und ich bin hier einfach noch nicht rüber geflogen. Es sind alles so kleine Inseln und da ist auf jeden Fall die Eden Corporation vertreten, die versuchen, das Wetter zu manipulieren, wie man hier auch ganz gut sehen kann. Die sollen wir auch aufhalten auf jeden Fall. Das waren ja auch diejenigen, die hier hinten den Bienenstock auf der Insel hatten. Ach nee, hier war das. Die hier die ganzen Leute aus Medici mit der schwarzen Hand. Ich weiß nicht genau, ob das das gleiche ist oder ob die zusammenarbeiten. Auf jeden Fall haben die ja hier die ganzen Leute gefangen gehalten. Und ja, ich habe mich halt noch nicht um dieses Stachelrochengebiet gekümmert. Deswegen bin ich jetzt hingeflogen. Wir haben in der letzten Folge, wie gesagt, schon eine Plattform übernommen. Wir fliegen jetzt einfach hier einmal im Kreis, würde ich vorschlagen, und arbeiten uns von außen nach innen, weil ich denke, das Ding hier in der Mitte, das wird das letzte Ding sein. Ist ja gerade das Schiff geflogen oder was war da los? Auf jeden Fall gucken wir mal, was da vorne noch geht. Ich bin soweit. Hier ist auf jeden Fall noch Flugabwehr. Flugabwehr ist gut. Was auch immer ich da gerade anvisiert habe, automatisch. Holy shit! Ja, ich lande ja auch schon. Alles gut. Oh Gott, ich schieß nicht auf das Ding da rechts neben mir. So, schnell eben hacken. Zack, zack, zack. Aber hier ist auch nix, oder? Nee. Bis auf Leute, die mir auf den Sack gehen, ist hier nix. So, dann fliegen wir direkt mal weiter. Eine Rakete schenken wir dem noch. Und dann fliegen wir jetzt zur nächsten Insel. Achtung, unsere Seestreitkräfte sind unterwegs. Jetzt hört doch mal auf. Die spawnen halt auch einfach hinter mir, die Affen. Hey, Alter, wie weit schießt der denn? Okay, das Schiff ist schon mal hin. Hier zentral ist diese kleine Wetterbojen überall im Wasser. Die müssen wir auf jeden Fall auch ausschalten. Er ist außer Sichtweite, findet ihn! Außer Sichtweite? Wow. Wir schicken euch Schiffe zur weiteren Unterstützung. Lasst den Scheiß doch einfach mal mit den Schiffen sein. Das ist wirklich nervig. Helikopter von mir aus, aber Schiffe, wirklich? Da haben wir alle Wetterbojen, ich glaube schon, ne? Achtung, unsere Seestreitkräfte sind unterwegs. Jetzt legen wir hier nochmal ein, zwei Boote. Verdammt, hier war noch eine. Das ist nicht so schlimm. Die kriegen wir schon noch. Aua. Ich muss echt sagen, für sowas ist halt der Wingsuit echt gut, ne? Weil der geht halt nicht kaputt. Den habe ich halt immer. Und mit dem Helikopter wäre das halt eine andere Sache. Da hätte ich Raketen. Wäre auch alles toll. So, aber nach einer Zeit geht der halt einfach kaputt. Und dann kann ich damit nichts mehr machen. Das wäre dann halt ein bisschen ärgerlich. Wo war denn die letzte Wetterboje da unten? Oh, nicht ins Wasser klatschen. Fuck. Hab ich getan. Achtung, Luftunterstützung ist unterwegs. Wow. Okay, ich wusste gar nicht, dass es funktioniert, aber ich kann anscheinend auch aus dem Wasser rausstarten. Das mach ich gleich nochmal. Das ist cool. Ne, jetzt will ich mal nicht zur Landung. Ui. Aber da muss ich nicht unbedingt reinfliegen. Ja, das ist schon gar nicht so schlecht, dass ich hier gegen geflogen bin. Wir schicken Boote zu eurer Position. Achtung, unsere einfach durchziehen. Sind einfach durchziehen. Zack, meins. Zack, ja.
Alles in Ordnung bei dir, Kollege? Halt. Wo kommt der jetzt her? Wo kommt er jetzt her? Alter, ich krieg hier gleich zu viel. Wo kommst du denn jetzt her? Da fliegen wir nochmal hier eine kleine Runde. Wir schicken einige Boote zu eurer Position. Wir schicken euch Hilfe zur weiteren Unterstützung. Keine Ahnung, was da gerade alles kaputt gegangen ist, aber es hat sich gut angehört. Das finde ich auch sehr gut, dass das Ding viel schneller auf die Gegner schießt als auf mich. Was? Hat das jemand kaputt gemacht gerade? No way. Nein, ich schieße immer noch. Alles gut. Hier ist ja noch eins. Und hier ist auch noch ein Transformator. Dann übernehmen wir das hier auch nochmal eben. Und dann schmeißen wir diese Dinger einfach dagegen. Das hat nicht so richtig funktioniert, wa? Okay, das funktioniert überhaupt nicht. Das ist ja nicht so cool. Dann machen wir das halt auf die altmodische Art. Du attackierst hier gar keinen mehr. Kein Problem. So. Dann war hier eine Schaltanlage, da eine Schaltanlage und auf der anderen Seite ist wahrscheinlich auch noch da oben irgendwas. Komm her jetzt hier. Wieso kann ich mich nicht an den Rand ziehen? Achtung, unsere Seestreitkräfte sind unterwegs. Das geht nur dir. Ach so, du bist so ein Überking, ja? Ich brauche eine kurze Pause. Junge, Junge, Junge. Könnt ihr mal kurz aufhören? Ich weiß gerade gar nicht, was ich hier zu tun habe. Hinter mir ist irgendwas. Ich gehe einfach mal hier nach oben. Okay, hier oben ist anscheinend nichts mehr. Komme ich da an der Seite hoch vielleicht? Ja, das Ding ist ja kaputt. Das habe ich ja schon vernichtet. Hier ist wieder so ein Band. Dann kann ich mal meine Fresse halten und lass den mal erzählen. Oder sie. Oder auch nicht. Alter! Sieht nach einem Betriebsunfall aus. Okay. Wo ist denn diese letzte Schaltanlage? Bin ich komplett doof? Unter mir? Nee. Kann ich von hier auch das... den Wingsuit starten? Ja, anscheinend nicht. Aufrührer, macht schon. Komm, ab nach oben dafür. Das ertrinke ich gleich noch. Ich weiß trotzdem nicht, wo die letzte Schaltanlage sein soll. Oh nein, das ist wieder so ein Dicker. Okay. Hä? Ach, lol. Also, man kann auch einfach sich dumm anstellen, ne? Sauber. Satellitenstation Pascal. Befreit. Sehr schön. 2 von 5. Ja, dann fliegen wir doch mal gegen das Ding hier. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Eine Eden-Station nach der anderen. Ja, das war der Plan, Rico. Du hörst nicht zu. Was ist das da vorne? Warum sind da 2 Benzintanks? Bitte komm, verdammt nochmal! Ja, ich würde sagen, das Ding hier ist Geschichte, wa? Ach da. Ich wollte gerade sagen, so, hä, ich höre doch eine Heli.
So, hier machen wir das gleiche Spiel nochmal. Nur vielleicht ein bisschen effektiver. Fliegen hier rum. Lass mal die Wetterbojen alle zerstören. Oh, das war sogar ein Sturmmanipulator. Und los geht's. Alter, ich habe den zwei Raketen reingedrückt, der ist nicht. Das Schiff lebt immer noch. Bisschen Gas geben hier, nicht, dass uns das Schiff gleich einfach runterholt. Feindkontakt. Alle Einheiten zu diesen Koordinaten. So, das hätten wir. Helikopter im Anflug. Mal eben drehen und dann geht's weiter. Hier noch mal ein bisschen. Wir schicken Boote zu eurer Position. Uiuiuiui. Jetzt sind aber viele Boote hier, oder? Das ist nicht so cool. Wir schicken euch Schiffe zur weiteren Unterstützung. Ja, lass doch einfach mal hier rüber fliegen. Zack, zack, zack. Einmal kurz. Alter. Schade, schade. Aber das war abzusehen. 3 MG-Helis. Plus die Leute, die noch hinter mir standen. Achso, dafür ist diese Insel hier da. Okay. Komme ich da vielleicht jetzt... Macht der schon Auge oder was? Er hat auf jeden Fall Bock. Aussteigen. Meiner. An alle Einheiten, wir werden angegriffen. So, dann probiere ich das mal mit dem. Easy. Wie gesagt, das Problem ist, hier sind halt echt viele Luftabwehrgeschütze. Und die ballern halt auch ganz gut, ne? Okay, da ist noch eine Satellitenschüssel. Was fehlt denn noch? So, das Ding? Boah, ey. Der Aufrührer ist entkommen. Zurück zur Tagesordnung. So, und da unten hängt noch ein Benzinfass dran. Attackiere Zielperson. Alle Einheiten sammeln. Fertig. Ja, guck mal. Jetzt sind diese... Flugabwehrgeschütze schon gerespawnt und schon schießen die auf die gegnerische Helis. Wieder ein Schritt Richtung Freiheit. Ja, dann lass doch mal weiterfliegen. Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt hier oben. Die Richtung. Alles klar. Ich glaube, mit so einem dicken Heli bin ich auch noch nicht geflogen. Gute Arbeit, Rodriguez. Und wenn, dann nur ganz kurz. Genau im Zeitplan hört sich gut an. Ob da hinten irgendwas treffen. Bitte komm, wie ist Ihr Status? Okay, wir schaffen es nicht mal bis dahin. Oh, doch, irgendwas hab ich getroffen. Hier Zentrale, haben Sie den Aufrührer? So kann man das doch immer machen eigentlich. Bin ich eigentlich am Brennen oder kommt mir das nur so vor? Nee, ich bin tatsächlich am Brennen. Lass mal aussteigen hier. So, dann haben wir noch die ganzen Wetterbojen. Und die
ganzen Boote, die mir sowieso die ganze Zeit schon auf den Sack gehen. Oh fuck. Uns liegen Berichte über einen Aufrührer vor. Zugriff, alle Einheiten. Ist das ein U-Boot hier? Achso, nee, das ist ein U-Boot. Feuerwerk! Hier Zentrale, wir schicken Boote zu eurer Position. Da ist noch ein Benzin-Dingsbums-Gedöns. Und so. Wir schicken einige Boote zu eurer Position. So, wo ist diese Boje? Hinter mir. Natürlich hinter mir. Wo denn auch sonst? Oh! Achtung, unsere Seestreitkräfte sind unterwegs. Na hoppla. Das war keine Absicht. Wir schicken euch Schiffe zur weiteren Unterstützung. Ich bin ja voll weit weg. Von der Boje. Da ist sie. Hier Zentrale. Wir schicken Boote zu eurer Position. Satellitenstation Kolomb? Kolomb? Keine Ahnung. Wie auf jeden Fall die vierte von fünf. So, theoretisch. Müssen wir weiter in die Richtung fliegen, oder? Hier Zentrale. Da hinten. Melden Sie. Mein Mausrad macht nicht mehr mit. Ah, okay. Jetzt habe ich es, glaube ich, wieder. Ja, ich fliege jetzt einfach erstmal hier rüber. Und guck mal, ob da was ist. Hier, Lutsch. Sehr gut, Moin, Lutsch. Rico. Wie heißt es so schön? Starksam sind wir gemein. Was? Gemeinsam sind wir stark, heißt das, wenn dann. Ich dachte, ich hätte Probleme mit dem Sprechen. Ich weiß nicht, ob das hier noch was ist oder ob das wirklich jetzt nur noch diese Plattform hier ist. Das kann natürlich auch sein, dass es einfach nur noch das große Ding da ist. Das hier sieht irgendwie nicht danach aus, als ob man das noch kaputt machen könnte. Was ist denn das? Hä? Achso, wenn ich da reinfliege, kriege ich bestimmt einen Stromschlag, oder? Nee, keine Ahnung. Das sind Rettungsboote. Ja, gut. Dann, hab ich da mal kurz Feuerwerk gemacht. Und dann fliegen wir einfach zu der großen in der Mitte. Oder war ich hier schon? Moment, war das die erste? Nee. Das müsste die letzte sein hier. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich kann nichts erkennen. Ach doch, jetzt. Da ist auf jeden Fall was. Zack, zack, zack. Alles weggerippt. Ich will zack. Sofort einen Lagebericht. Ich will auch so viel. Helikopter im Anflug. Zack. Da kommt ein Heli. Kriege ich den vielleicht so? Ja moin, so kriege ich den bestimmt nicht. Alter. Hab ich da gerade durch den Rotor gesprungen? Schiffe zur weiteren Unterstützung. Achtung, Schiffe weg. Schießen wir. Easy. Easy gelandet. Da oben ist noch so ein Abwehr-Dingsbums-Gedöns. Feuer doch. Kontakt, alle Einheiten zum Sammelpunkt. Och nee, och nein, jetzt nein. Komm schon, hoch da. Rebellenaktivität gemeldet. Andere Seite. Alle Einheiten. So. Oh, perfektes Timing, wa? Vorher ab. An alle Einheiten, wir werden angegriffen. Wer braucht schon Hilfe? Die beiden Satelliten hätten wir dann auch geklärt. Oben steht einer drauf, der jetzt Hilfe ruft, oder was? Zusätzliche Einheiten.
Ach ja. Ach ja. Guter Schuss. Hast du nicht vor zwei Sekunden schon Verstärkung gerufen? Und direkt nochmal, oder was? An alle Einheiten, Ziel suchen und eliminieren. Ja, das war eine starke Nate. Zack. Ist hier noch eine? Natürlich. Oh oh. Na, hab ich losgelassen zum Glück. So. Da haben wir auf jeden Fall noch was. Ziel verloren. Vorsicht, da ist noch was. Uiuiuiuiuiui. Das war ganz schön heiß, glaube ich. Satellitenstation Fahrrad heißt die. Was geht denn jetzt ab? Warum? Uns liegen Berichte über einen Aufrührer vor. Zugriff, alle Einheiten. Ja, schick doch deine 5 Millionen Helikopter. Flugabwehr hier gehört mir. Einige Boote zu eurer Position. Überall Minen im Wasser. Warum? Glauben die, ich komme mit dem Boot oder was? Alter, ich bin gleich fast auf die gleiche Weise nochmal gestorben. Hier Zentrale, alle verfügbaren Einheiten vorrücken. Achtung, unsere Seestreitkräfte sind unterwegs. Was ist mit meinen Flugabwehrgeschützen? Haben die keinen Bock mehr oder was? Da muss ich höher fliegen, damit die was machen. Hallo? Schießt du mal auf die? Ah. Wieso sollte ich auf mein eigenes Flugabwehrgeschütz schießen? Warum war das gerade markiert? Muss ich denn überhaupt noch machen? Zwei Wetterbojen und ein Treibstofftank. Okay, Wetterbojen sind unten irgendwo. Da ist einer. Ach ne, gar nicht. Das ist gar keine. Da ist sie. So. Hier Zentrale, wir schicken Boote zu eurer Position. Das ist alles geplant. Ich wollte einfach nochmal baden gehen. Schwimm nach oben. Initialisiere Suchprotokolle. Ey, nach oben! Heute noch. Dankeschön. Tschu. Da ist die andere. Hier Zentrale, Unterstützung ist unterwegs. Und dahinter ist auch direkt. Wir schicken einige Boote zu eurer Position. Ey. Hoch. Achtung, unsere Seestreitkräfte sind unterwegs. Für das letzte Ding nehme ich jetzt extra viel Anlauf. Hier Zentrale, wir schicken Boote zu eurer Position. Weil irgendwie lande ich ja die ganze Zeit nur im Wasser, weil ich so langsam fliegen muss. So. Wir schicken einige Feuer. Boote zu eurer Position. Upsi. Nein, ich bin da nicht volle Pulle mit dem Kopf gegen dieses Geländer geflogen. Okay. Bald habe ich meinen eigenen Eden-Spawn. Hast du diese Eden-Datenmodule? Sie. Kann es dann jetzt losgehen? Alles bereit für Phase 2. Komm zur Bucht, dann gehen wir den Plan durch und legen los. Alles klar, das wird gemacht. Allerdings verschieben wir das auf die nächste Folge, weil wir sind jetzt schon wieder bei 23 Minuten. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne eine positive Bewertung da lassen. Schreibt mir einen netten Kommentar und wir sehen uns morgen zur nächsten Folge. Haut rein und ciao!